Ja, bei mir jetzt Trainer Jan Stoffels von der U19 von Eintracht Trier. Herzlichen Glückwunsch, ich denke, Ihre Mannschaft, das werden Sie auch so sehen, mit viel Leidenschaft, mit viel taktischer Disziplin gespielt und 1:0 gewonnen. Kann man fast nichts aussetzen, oder hätten Sie gerne noch ein 2:0 gesehen? Nee, es war ein absolut geiles Spiel. Also Lob an die Truppe, wie sie das heute gemacht hat, auch die Verletzung weggesteckt hat von Ulig und von Benji. Erste Halbzeit, ganz klarer Elfmeter. Alle haben es gesehen, nur der Schiedsrichter entscheidet dagegen. Was natürlich auch nochmal für die Burschen, ja, für uns alle, ja, einfach so ein kleiner Dolchstoß war. Ja. Wie die Mannschaft das aber weggesteckt hat, oder ich sag mal, das Tor von Nummer Jahr, wie das gemacht hat, was für eine Leidenschaft, das war einfach nur geil. Und das zeigt, wie die Mannschaft diese ganze Saison, wie die Mannschaft gearbeitet hat, vor allem wie sie an sich glaubt. Das ist wieder so eine Riesenglaubern, an sich eine Riesengeschlossenheit. Und das Einzige, was wir uns ankreiden können, ich sag nicht müssen, sondern können, das ist, dass wir einfach nur ein Tor gemacht haben. Ich denke, wir haben deutlich die besseren Chancen gehabt als der Gegner. Wir hatten verrückten Griff. Ja, der Gegner kam zu kaum Torchancen und das ist das Einzige, aber wir lassen die Kirche im Dorf. Aber was wir natürlich mitnehmen ist, dass die Jungs auch selber gesehen haben, dass Bremen Wiesbaden schlagbar ist und dass sie ganz klar mit unseren Attributen, die wir haben, dass wir ganz klar mit dem Gegner mithalten können. Und ja, auch hier Wahnsinn, Zuschauerunterstützung, also einfach krass, wie die Zuschauer hinter der Mannschaft gestanden haben, wie die Stimmung war. Es war einfach heute ein super Tag für uns und ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, dass sie sich einfach heute belohnen konnten.